dann machen wir gleich noch ein bisschen weiter. Das zweite Video unserer kleinen Reihe zu den Fragen, die man sich beim NSU stellen muss, damit man da überhaupt versteht, um was es geht. Und der interessanteste Untersuchungsausschuss ist zurzeit in Thüringen unterwegs. Der erste Ausschuss dort war ja letztes Jahr vor der Wahl zu Ende. Und die einzige wichtige Ermittlungsarbeit ist in der letzten Sitzung dieses ersten Ausschusses letztes Jahr am 31. März passiert, weil damals der Polizeidirektor Menzel vorgeladen war und es ging zum ersten Mal um den angeblichen Doppelselbstmord von Bünnert und Mundlos im Wohnmobil am 4.11.2011 in Eisenach. Und der Herr Menzel hatte ja schon beim NSU-Prozess in München nicht gerade sehr gut ausgesehen. Vor allen Dingen deshalb, weil er ja eine vollkommen falsche Geschichte von der Auffindung der Dienstwaffen im Wohnmobil zum Besten gegeben hatte und von seinem eigenen Mitarbeiter, einem kleinen Kriminalhauptmeister, der irgendwie in Suhl Jagdwaffenmechaniker oder sowas gelernt hatte, widerlegt worden ist und auch die Akten den Menzel ja eindeutig widerlegen. Wobei wir eben, wie gesagt, nicht wissen, was genau an den Akten nicht stimmt, beziehungsweise geändert wurde. Interessant ist bei der Ausschusssitzung damals 2014 gewesen, dass es also die Ausschussvorsitzende, die Frau Marx war, die damals die Obduktionsgutachten aus Jena zum Teil bekannt gegeben hatte, beziehungsweise zitiert hatte, und damit diese sogenannte Ruhslungenlüge aufgeflogen ist. Also die Ruhslungen-Selbstmordlüge sieht im Prinzip so aus, dass laut der offiziellen NSU-Geschichtsschreibung soll der Herr Mundlos mit einer Pumpgun, es gab da zwei im Wohnmobil, also eine Mossberg und eine Winchester, es geht also hier um die Pumpgun Winchester. Mit dieser Pumpgun soll er also zuerst den Herrn Böhnert erschossen haben. Dann hat er Feuer gemacht, nachgeladen. Und dann, als das Feuer dann brannte, hat er sich halt hingesetzt und sich in den Mund geschossen. Und die beide Geschosse sind durchs Dach gen Nimmerwiedersehen verschwunden, sind also nie gefunden worden. Und die Brisanz liegt eigentlich darin, dass der Generalbundesanwalt Range und der BKA-Präsident Zierke am 21. November 2011 im Bundestagsinnenausschuss eine Lüge erzählt haben. Und zwar haben sie gesagt, dass in der Lunge vom Uwe Mundlos, der ja zuletzt noch gelebt hat und das Feuer erst noch gemacht hat, dass in seiner Lunge Rußpartikel gefunden worden wären. Nun war aber die Obduktion schon über 2 Wochen her und das Ergebnis war natürlich bekannt. Es gab nirgendwo Ruß in irgendwelchen Lungen, also auch nicht bei meinem Mundlos. Und Kohlenmonoxid im Blut gab es auch nicht, wie das typisch ist und auch zu erwarten ist, wenn jemand Rauchgas einatmet. Das geht also direkt ins Blut, übers Hämoglobin, das ist diese Eisenverbindung in den Lungen. Und all das hat man nicht gefunden. Und selbstverständlich war das 5. 6. November bekannt und es ist so gesehen nicht nachzuvollziehen,
dass dann der Zierke und der Range gut 2 Wochen später im Bundestag so eine Ruß-Lungen-Lüge da unter die Leute bringen. Unserer Ansicht nach ist das sogar strafbar. Und folgerichtig wurde es auch nie von der Lügenpresse berichtet. Man hat es einfach unter den Tisch fallen lassen. Man hat dann zwar irgendwann berichtet, als dann der Obdozent Heiderstedt in München beim NSU-Prozess war und da dasselbe gesagt hat. Da hat man dann zwar gesagt, hat man zwar berichtet, naja, war halt kein Hirn mehr drin und kein Blut mehr im Kopf und alles rausgeflogen und es gab wohl auch keinen Ruß. Das hat als, glaube ich, so ziemlich als einzige Zeitung die FAZ damals geschrieben. In den Lungen gab es also nichts. Aber man hat das natürlich nicht in Verbindung gebracht mit der Aussage der Herren Zierke und Range Jahre zuvor, kurz nach den Ereignissen vom 4. November im Bundestag. Man hat also im Prinzip die Sache vertuscht und hat da einen Selbstläufer, also das wäre als Skandal ein Selbstläufer gewesen, nicht? Die beiden obersten Strafverfolger der Republik belügen das Parlament. Das hat man einfach unter den Tisch fallen lassen. Und absehbar war das nicht erst im Juli 2014, als der Obdozent das vor Gericht gesagt hat. Absehbar war das schon im Ende März, als es in Erfurt von der Frau Marx so zitiert worden ist. Denn auch damals hatte es keine Berichterstattung dazu gegeben, zumindest keine überregionale. Es kam was in Thüringen, aber es wurde nirgendwo auf diesen Widerspruch zu den Aussagen im Bundestag im November 2011 hingewiesen. Und da erkennt man recht gut, wie sehr die Leitmedien die NSU-Verschwörungstheorie schützen. Das funktioniert nicht nur durch Falschberichterstattung, das funktioniert auch durch Weglassen von Berichterstattung. Und dasselbe haben wir jetzt, 2015, wieder, weil jetzt der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss die Feuerwehrleute und die Rettungssanitäter und so weiter vorgeladen hat, die damals am 4. November 2011 in Eisenach dabei waren, als dieses Wohnmobil gefunden worden ist. Und die Aussagen von einigen Zeugen, also Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die passen so gar nicht zu dem, was man uns seit 2011 als Wahrheit verkauft. Insbesondere passt nicht, dass der Berufsfeuerwehrmann, der Einsatzleiter damals, ein gewisser Herr Nennstiel aus Eisenach, dass der ausgesagt hat, ja, da waren 2 Leichen drin, aber im Gang lag eine Leiche, also das müsste dann Böhnhardt sein, im Gang lag eine Leiche, die hatte ein zwar blasses, aber unzerstörtes Gesicht. Und wie wir alle wissen, hatte Herr Böhnhardt ja einen Kopfdurchschuss mit einer Pumpgun, wo man von einem unzerstörten Gesicht nun beim besten Willen nicht reden kann. Und der Herr Mundlos hätte auch kein dickes Loch im Kopf gehabt. Das sah alles mehr nach Pistolenschuss aus, als wir das aus den Akten kennen, aus dem Tatortbefund. Da ist der halbe Kopf weggeflogen. Und des Weiteren hat der Nennstiel ausgesagt, ja, die Leiche vorne, die hätte auf dem Rücken gelegen, deswegen hätte er das Gesicht eher erst überhaupt nur gesehen. Dieses blasse, unzerstörte. Und das stimmt nicht überein mit dem einzigen Foto von Böhnhardt im Wohnmobil, im Tatortbefund. Dort liegt er auf dem Bauch, so ein bisschen seitlich, aber er liegt auf dem Bauch, nicht auf dem Rücken. Und das einzige Foto von Böhnhardt im Tatortbefund des LKA Erfurt, was fehlt da? Der Kopf. Man sieht also nur ab Oberkörper
der Stellung der Beine und was weiß ich, Tennisschuhe und sonst irgendwas. Aber man sieht den Kopf nicht. Es gibt zwar Fotos, wo man den Kopf unterm Schutt erahnen kann, aber das sind Fotos, die erst später gemacht worden sind. Und die Fotos von dem Bönhard, wo man den völlig zerstörten Kopf eben sieht, die sind außerhalb des Wohnmobils gemacht worden. Ich meine, es gibt dann im Tatortbefund diese Fotos, wo der dann draußen angeblich vor dem Wohnmobil, der liegt auf einer schwarzen Plane. Und es fehlt der eindeutige Beweis, dass der Bönhard in Streckda mit einem zerschossenen Kopf im Wohnmobil gelegen hat, ist es einfach unterschlagen worden in den Polizeiakten. Und die Widersprüche, die sich aus der Feuerwehraussage ergeben, die sind von der kompletten Leitmedienlandschaft, also FAZ, Spiegel, Fokus, was da alles so gibt, Welt, die sind komplett unter den Tisch fallen gelassen. Da ist überhaupt nicht drüber berichtet worden. Weder 2014 im März, noch 2014 im Mai, noch jetzt 2015. Gar nichts. Es wird einfach unter den Tisch fallen gelassen. Und das ist natürlich eine staatsschützende Funktion, die Lügenpresse da spielt und auch voller Absicht spielt. Man muss also davon ausgehen, dass es von ganz oben gesteuert wird. Weil sonst wird ja zu jedem Furz, der da irgendwo gelassen wird, von jedem Leitmedium berichtet. Ne? Also ob da die Zschäpe irgendwelchen Ärger mit irgendwelchen Anwälten hat, ob sie dem Herrn Heer die Hand gibt oder dem Herrn Grasel zulächelt, oder es ist alles ein Riesenthema. Nur die wirklich wichtigen Dinge. Wenn die auftauchen, wenn echte Widersprüche es tatsächlich mal in die NSU-Ausschüsse schaffen, dann kann man da zwar manches lesen, aber nur auf Twitter von Leuten, die da sitzen. Oder es gehen Leute hin und schreiben dann im Internet darüber, was da wirklich gesagt worden ist. Es gibt auch noch diesen Ticker von der Frau König, die ja da in Thüringen im Ausschuss wieder drin sitzt. Die war im ersten auch schon dabei. Aber die Medien lassen das unter den Tisch fallen. Und das ist natürlich nicht nur bedauerlich, das ist augenöffnend. Das fällt aus ganz bestimmten staatsschützerischen Gründen unter den Tisch. Und man hat bis heute keinerlei Klarheit, wer da eigentlich am Wohnmobil als erster war, warum die da waren, ob es einen Notruf gab oder ob das angeblich zufällig entdeckt worden ist, da in Streckda dann, wo dann später Halligalli war. Es ist alles unklar. Es sind viel zu viele Leute, die in Asservatenakten auftauchen, dass sie halt im Wohnmobil drin gewesen sind. Die fehlen bei den DNA-Abgleichen. Das sind also nicht nur die Schwaben, die da aus Stuttgart über Nacht angerauscht gekommen sind. Mindestens drei waren im Wohnmobil. Als man dann unbekannte DNA zuordnen wollte, hat man das erst Monate später angeblich erfahren, dass da auch noch Leute aus vom LKA Stuttgart schon am 5.11. im Wohnmobil waren. Das Gleiche ist in Zwickau passiert. Da tauchen die zwar dann am 8. November auf, am 9. November ist dann Superfindetag aller möglicher Mordwaffen. Aber das BKA scheint das erstmal überhaupt nicht gewusst zu haben. Die haben das dann irgendwann als Nachmeldung im Januar oder Februar mal mitgeteilt bekommen. Und warum das Ganze so abgelaufen ist, ist wie gesagt völlig unklar. Unklar ist auch, wie die Berichte zustande gekommen sind, denn man darf ja nicht vergessen, die Obduktion war am 5.11., also einen Tag nach dem Auffinden. Und dann wusste man angeblich, was los ist. Nach der Obduktion weiß man genau, welche Wunden die Leute hatten, ob das tödliche Wunden waren, also bei weggeschossenen Köpfen erübrigt sich das eigentlich. Und
Dann haben wir in den nächsten Tagen eine sehr merkwürdige Vorkommnisse. Das fängt damit an, dass die Mutter Bönhardt vor Gericht ausgesagt hat, dass der Zielfahnder vom LKA Erfurt, der Herr Wunderlich, mit dem sie schon zu tun hatte 1998, als die damals verschwunden sind in den beschützten Untergrund, den kannte sie also, und der war 2011 dann am 5.11. wieder da, war wohl irgendwie auf dem Weg von Gotha nach Sachsen, und sagte ihr den Eltern Bönhardt halt, dass er davon überzeugt wäre, dass der Sohn und der Mundlos die beiden Toten da im Wohnmobil wären. Und im Internetprotokoll der OLG-Sitzung da bei NSU Watch heißt es, Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos. Er habe gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat. Sie seien davon ausgegangen, dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint. Der Beamte habe gesagt, er könne nicht sagen, wer ihn erschossen hat. Das finde ich eine interessante Aussage, weil eine Woche später, am Sonntagabend, 13. November, der zuständige Staatsanwalt, der Herr Wasmuth aus Meiningen, in Spiegel TV gesagt hat, jeder erschoss sich selbst. Kann man sich heute noch auf YouTube anschauen. Wir haben das natürlich auch im Blog. Jeder erschoss sich selbst. Das ist also nicht das, was der Herr Wunderlich angeblich der Frau Bönhardt oder den Eltern Bönhardt einen Tag danach gesagt hat. Jetzt könnte man sagen, ja okay, dann hat er sich halt geirrt. Das war ja ganz zu Anfang der Ermittlungen. Eine Woche später, also am 13., der wird das wahrscheinlich nicht am Sonntag dem Spiegel TV erzählt haben, sondern ein, zwei Tage vorher. Also eine Woche später hat sich jeder selbst erschossen. Und noch eine Woche später hat der Herr Mundlos beide erschossen. Das heißt, da ist eine doppelte Pirouette drin. Erst so, dann anders und dann noch anders. Und das ist auch so ein Anfasser, sagen die Ermittler zu sowas. Das ist ein Anfasser, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Weil man das natürlich in Verbindung setzen muss mit dieser Russlungenlüge. Man hat da den Bundestag falsch informiert und die Medien haben das vertuscht, als es aufgeflogen ist. Warum? Was ist da falsch gelaufen? Und dann darf man auch nicht vergessen, dass das BKA hat die Ermittlungen da in Thüringen erst am 16. November übernommen. Und am 17. November ist dann eine Hülse 9 mm im Gang gefunden worden, die man vorher übersehen hat, direkt an der Sitzbank, da hinterm Fahrersitz. Und man hat dann gesagt, ja, da hätten die Uwes ja zuerst auf die Polizisten geschossen, auf die ersten Polizisten, die da in Streckte angekommen wären. Und danach hätten sie halt festgestellt, dass die Pistole, also diese kroatische MP-Plätter da klemmt, und dann hätten sie sich halt aus lauter Angst erschossen vor zwei dicken Polizisten, die da kamen. Naja. Und obwohl sie noch 7 andere Waffen im Wohnmobil hatten. Alle durchgeladen, alle geladen. Und kam einem ja schon immer ein bisschen spanisch vor. Und der Punkt ist jetzt, dass die Anwohner eine ganz andere Geschichte erzählt haben, nicht? Die Anwohner haben gesagt, da war einer, bevor die ersten Polizisten kamen, der war im Wohnmobil, dann ist der ausgestiegen und weggegangen. Und dann haben wir gerochen, dass es stinkt nach brennendem Plastik. Und da muss man fragen, haben diese Leute den Notruf angerufen? Kamen die beiden Polizisten da vorbei, weil da sich irgendeiner gemeldet hat, hier stinkt so komisch nach verbrennendem Plastik, können Sie nicht mal gucken, ob hier ein Auto brennt?
Und so soll das auch abgelaufen sein. Die beiden ersten Polizisten kamen da halt hin, fragten dann die Anwohnerin, wo denn hier ein Fahrzeug brenne. Und in dem Augenblick, wo sie das gefragt haben, haben sie das selber gerochen, dass es da stinkt. Und so ist man auf das Wohnmobil gekommen. Das brannte also, und dann haben die angeblich zwei Schüsse gehört. Drei Schüsse wurden das erst 2 Wochen später, als es noch diesen Schuss aus dieser MP-Blätter gegeben haben soll, auf die Polizisten. Den brauchte man irgendwie für die Russlungenlüge, weil man dann gesagt hat, ja, die haben nicht zwei Schüsse, haben wir da gehört, wir haben da irgendwie drei Schüsse gehört. Das hat sich dann, wie gesagt, geändert, weil lebende Uwes müssen ja erst auf die Polizei geschossen haben. Die dürfen also nicht schon da tot abgestellt worden sein und ein dritter Mann hat das Feuer im Wohnmobil gemacht. Das ist alles so ein bisschen hinermittelt. Und was einem noch auffallen müsste, die Obduktion war am 5.11. Und dann schreibt der Spiegel am 9.11., die beiden Männer starben an einem Kopfschuss und an einem Brust- oder Bauchschuss. Leute, das kann nicht sein. Wo sind diese Informationen her? Von wem kamen die? Kamen die von der Feuerwehr? Kamen die von irgendeinem Polizeisprecher? Kamen die von der Gotha-Kripo? Oder wo hat der Spiegel die Informationen her gehabt? Er ist doch nicht der Einzige. Damals haben mehrere Leitmedien geschrieben, nach der Obduktion, Tage nach der Obduktion, Kopfschuss und Brust- oder Bauchschuss. Dabei wusste man doch angeblich seit 5.11., dass es zwei weggeflogene Köpfe von diesen 2 cm Durchmesser Pumpgun-Flintenlauf geschossen waren. Das passt alles nicht zusammen. Und noch am 17. November, also nochmal, was weiß ich, 5 Tage nach dem Spiegel, oder noch länger danach, hat die Bild geschrieben, der eine hätte eine Pistole genommen, sich in den Kopf geschossen, der andere hätte die Pumpgun genommen. Das ist wieder, jeder erschoss sich selbst. Das ist das, was der Staatsanwalt Wasmuth schon ein paar Tage zuvor bei Spiegel TV gesagt hatte. Und dann, 4 Tage später, 21.11., kommen Zierke und Range in den Bundestagsinnenausschuss und erzählen was von Ruß in der Lunge, den es gar nicht gab. Was sie auch gewusst haben müssen. Und tragen da eine wahrscheinliche Hypothese vom BKA vor, aber tragen das als Wahrheit vor. So ist es gewesen. Der hat ja Ruß in der Lunge gehabt. Nein, er hat keinen gehabt. Und das wusste man auch. Und diese Geschichte ist so verworren, dass die unserer Meinung nach durch die Untersuchungsausschüsse anhand von Zeugenbefragungen nicht aufklärbar ist. Weil die Zeugen werden vorher mit Sicherheit gebrieft, denen werden die Akten gezeigt. Hier, so ist das. So steht das da drin. So sind die Gerichtsaussagen. Menzel hat Blödsinn erzählt, aber die anderen stimmen. Und sie sind selber natürlich in diesem Sumpf mit drin. Sie können nicht, da kann nicht einfach irgendjemand aussteigen und sagen, nee, das war ganz anders. Hier erzähle ich jetzt mal, wie es wirklich war. Das wird nicht passieren. Dazu fehlt der Druck. Dazu müsste ganz andere Art und Weise Druck aufgebaut werden, auch über die Leitmedien. Und die verweigern sich dem. Die spielen Staatsräson NSO. Also muss man sich überlegen, wie man die anders knacken kann. Und da sieht es zurzeit immer noch schlecht aus. Also die Aufklärung des NSU hat noch nicht einmal richtig begonnen. Und das nach 4 Jahren. Wir machen dann demnächst noch ein bisschen weiter. Ende Teil 2.